Zwei Zivilfahnder der Hamburger Polizei haben in Hamburg-St. Pauli am vergangenen Samstagmorgen einen jungen Mann dabei erwischt, wie er mit einem weißen Edding oder sowas an einem Geldautomaten rumgeschmiert hat. Als er fertig war mit seinem Kunstwerk, ist er in eine daneben liegende Bar gegangen, um dann da wohl die Tasse zu heben oder so. So, und die beiden Beamten sind hinterhergegangen in die Bar, sind dem Mann gefolgt und haben ihn dann angesprochen und gesagt, hier, haben sich ausgewiesen, haben gesagt, hier, Hamburger Polizei, wir haben gerade gesehen, wie sie dies und das gemacht haben. Das Sachbeschädigung, das dürfen sie nicht. Okay, soweit so gut. Alltägliches Geschäft der Polizei in ganz Deutschland. Nicht nur in Hamburg, nicht nur auf St. Pauli, auf der Reeperbahn oder. Ja, so. Und die Polizisten sind ja auch geschult in dem, was sie sagen zu jemandem, den sie mit einer Tat konfrontieren. Davon kann man mal ausgehen. So, aber im weiteren Verlauf ist es dazu gekommen, dass sich 40 bis 50 weitere Gäste dieser Bar mit diesem Mann solidarisiert haben und dann angefangen haben, die beiden Polizeibeamten anzugreifen, die zu schubsen, zu schlagen, zu treten und sogar Flaschen an den Kopf zu schmeißen und solche Sachen, sodass im weiteren Verlauf die Hamburger Polizei, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, über 40 Streifenwagen mobilisieren musste, um Herr der Lage zu werden, um die beiden Kollegen aus dieser Situation zu retten und um diese Gesamtsituation in den Griff zu kriegen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 40 Streifenwagen. So, und da fragt man sich, wo sind wir angekommen? Was ist mit den Leuten los? Dass einige Leute, die über den Hamburger Kiez schlendern und dort feiern, sich auch gerne mal irgendwas reinziehen oder dann sich da vollsaufen und hier Schlägereien und da Dealereien und hier wird mal ein Messer irgendwo in die Niere gepiekt oder so, das ist nichts Neues. Aber glaubt mir, Freunde, ja, die Hamburger Polizei, die sind geschult und insbesondere die Kollegen, die auch noch auf dem Hamburger Kiez eingesetzt werden, insbesondere die, wenn kein anderer Polizist in Deutschland, obwohl das bei denen genauso ist, so darauf geschult sind, mit solchen Situationen deeskalierend umzugehen, aber auch natürlich rechtschaffend damit umzugehen. Die Polizei ist die Exekutive in unserem Land. Ohne diese geht es nicht. Und auch wenn es ganz viele Leute gibt, Bullenschweine, ACAB und sowas rumbrüllen da in ihrem Brausebrand oder so. Ja, die Kollegen, die stehen da, die hören sich das an, die schütteln mit dem Kopf oder lächeln vielleicht und denken, ach komm, lass ihn quatschen. Ja, das heißt, die Kollegen, ich komme auch aus dem Blaulichtmilieu. Ich bin zwar kein Sheriff, ja, oder kein Bulle oder wie auch immer ihr die Polizeibeamten bezeichnet für euch in eurem Jargon, ja. Ich bin kein Sheriff. Ich kann nicht sagen, wie die geschult sind, wie die in diese Situation gegangen sind. Aber ich kann sagen, aus meiner Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei und das im gesamten Stadtgebiet von Hamburg wohl bemerkt, die Hamburger Polizisten sind wirklich korrekte Leute. Ja? Die Mädels sowie auch die Kerle, die sind wirklich hart im Nehmen. Und die reagieren nicht auf irgendeine klitzekleine Kleinigkeit. Wenn da einer vorbeigeht, hey, ich heiße Bulle. Na, das kommt ja auch heutzutage. Respekt vor der Polizei ist ja gleich null. Leider Gottes, in ganz Deutschland mittlerweile. Aber auch in Hamburg ist das natürlich so. Und gerade auf dem Kiez. Da schauen die schon drüber hinweg und sagen, ach komm, ne, was sollen wir da uns jetzt mit dem da absabbeln? Komm, lass ihn weiterlaufen, solange der niemanden verletzt, ne, oder sich selber nichts antut oder so. Oder uns halt eben nichts hinterherwirft oder so. Komm, lass ihn machen. Ne, lass ihn labern, lass ihn quatschen, lass ihn nach Hause gehen und seinen Rausch ausschlafen. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die Jungs und Mädels, ja, ob sie jetzt Polizeibeamte sind oder nicht, ob sie es mit Leib und Seele sind oder sie machen es nur, um den Kühlschrank zu füllen, es sind und bleiben Menschen, Mitmenschen von uns. Ja? Es ist vollkommen egal, aus welcher ethnischer, sozialschichtiger Situation man kommen mag. Ein Mensch ist ein Mensch. Ja, egal welche Hautfarbe er hat, egal welche Religion er hat oder egal welchen Job er nachgeht. Und ein Polizist ist ein Polizist, was ist sein Job? Damit, ja, er setzt teilweise sein Leben aufs Spiel, um zu Hause den Kühlschrank voll zu machen. Das sind Menschen wie du und ich. Falls jetzt einer von diesen Barbesuchern, von diesen 40 oder 50 da, Alter, wenn ich die Zahl schon höre, du, da ist so ein Blutdoktor! Mann, oh, Wusa, ehrlich. Wenn ihr das sehen solltet, was macht ihr denn, wenn ihr mit euren Familien, ihr seid jetzt mal nicht feiern, ja, und schmeißt irgendwelchen Polizisten irgendwelche Flaschen hinterher, sondern ihr seid jetzt mal zu Hause bei eurer Familie, ja, und jetzt mit einmal macht das Klack und die Tür geht auf. Und da kommen zwei maskierte Leute rein, mit Messer oder irgendwas in der Hand oder mit einer Schusswaffe. Und ihr schafft es, Gesetz des Falles, euch mit eurem Handy und eurer Familie im Hinterbereich der Wohnung zu verschanzen. Was macht ihr denn?
Ihr nehmt euer Handy und ruft 110 und sagt, hier ist einer in meiner Wohnung oder hier sind welche in meiner Wohnung. Ja, die wollen uns vielleicht ans Leder, die wollen uns überfallen, irgendwas. Wir brauchen sofort Hilfe. Wisst ihr, wer dann kommt? Ganz genau. Nämlich die Jungs und Mädels, die ihr da am Samstagmorgen in der Bar mit Flaschen beschmissen habt, denen irgendwas ins Gesicht geschlagen habt, die getreten habt, wie auch immer, also die körperlich angegangen worden sind, weil sie jemanden zur Rede gestellt haben, der eine Sachbeschädigung begangen hat. Ja, es ist nur ein Geldautomat. Aber wo wollen wir denn anfangen und wo wollen wir aufhören zu klassifizieren? Ja, war doch nur ein Geldautomat. Was stellen die beiden Zivilfahnder sich denn so an? Verdammt nochmal, die machen ihren Job. Die machen nichts mehr als ihren Job. Die sind da hingegangen und haben gesagt, hör mal zu, du hast da eben gerade an dem Ding da rumgeschmiert. Das ist jetzt eingesaut, das ist eine Sachbeschädigung. Jetzt möchten wir dich personaldienstlich oder erkennungsdienstlich aufnehmen, beziehungsweise jetzt wollen wir erstmal deine Personalien aufnehmen. Und wenn er dann natürlich Theater macht, dann muss er sich auch nicht wundern, ne? Wenn dann die Polizisten sagen, so Freundchen, du hast jetzt noch mal eine Chance. Und so sind die Hamburger Polizisten, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ne? Es mag vielleicht nicht jeder Polizist so sein, das mag sein. Ne? Auch da gibt es natürlich unterschiedliche. Aber nichtsdestotrotz, es sind Staatsbedienstete, die machen das, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und nicht, um irgendwelchen Leuten wahllos hinterherzulaufen, um denen am besten gleich Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen oder denen den Schlagstock auf den Schädel zu hauen. Nein, in dieser Situation ist es dazu gekommen, dass fast 40 bis 50 Leute auf zwei Polizeibeamte losgegangen sind. Die müssen Angst um ihr Leben gehabt haben. Das ist gewesen. Nichts anderes. Die haben sich nur noch mit Händen und Füßen gewehrt, um Schadensbegrenzung zu begehen. Die sind aus dieser Situation raus, konnten Gott sei Dank noch Verstärkung nachfordern und es sind über 40 Streifenwagenbesatzungen nötig gewesen, um diesen Mob da aufzulösen, um diese Gewalttätigkeiten, die sich da ergeben haben, ja, zu beenden, um andere Mitmenschen, nicht nur ihre beiden Kollegen da, sondern auch andere Menschen, nämlich andere Barbesucher oder andere Besucher vom Kiez oder sowas, die überhaupt nichts mit der Situation zu tun haben, die daran vorbeigehen, zum Beispiel eine hochschwangere Frau, und die kriegt mit einmal da irgendwie eine Bierflasche an den Kopf geschmissen. Ne? Und fällt am besten noch ungünstig auf den Bauch oder so. Man kann das weiterspinnen bis ins Unermessliche, aber dann würde dieses Video hier jetzt mindestens 3 Tage gehen. Freunde, wacht doch mal auf. Sag mal, was habt ihr eigentlich für schwere Steine in euren Hoden drinne? Tut das so doll weh, wenn ihr irgendwie durch die Gegend lauft, ne, breitbeinig, dass der Hoden durch die schweren Steine so über den Asphalt schlittert, dass ihr da irgendwelche Zivilbeamten angreifen müsst, die einfach ihren Job machen da, oder was? Leute, da wird sogar ermittelt gegen Landesfriedensbruch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Für die, die es nicht wissen. Wikipedia lässt grüßen. Könnt ihr mal lesen, was das ist. Das ist ein richtig heftiges Ding, was da gewesen ist. Und außer einem kleinen Zeitungsbericht hat man davon nicht viel gelesen. Aber das ist in der heutigen Zeit anscheinend normal. Weil Gewalt gegen Einsatzkräfte, seien es jetzt Polizisten, seien es Feuerwehrleute, seien es Rettungsdienstleute oder Leute von Hilfsorganisationen, Pflegekräfte in Notaufnahmen, die Schwester in der Notaufnahme, der Pfleger in der Notaufnahme, im Altenpflegedienst, vollkommen egal. Alle, die irgendwo im sozialen Bereich tätig sind, mit anderen Menschen zu tun haben, auf welche Art und Weise immer, die werden immer mehr Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Es ist vor einigen Jahren auch übrigens auf der Hamburger Reeperbahn gewesen, wo eine Polizistin schwer verletzt worden ist, weil da sind zwei Streifenpolizisten, einfach nur über den Bürgersteig gegangen. Und dann ist denen ein wütender Mob entgegengelaufen. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Kann man ja googeln, ne? Bestimmt ist das Netz voll mit diesem Mist. So, und da war eine junge Polizistin mit ihrem Kollegen unterwegs. Und einer von diesen 30, 40 Leuten oder was das waren, die auf sie zugelaufen sind, der hatte einen Pflasterstein in der Hand. Das war irgend so ein Krawallfuzzi. Der hat dann einfach mal aus vollem Galopp mit voller Wucht ihr diesen Pflasterstein ins Gesicht geschlagen, sodass das Gesicht auf links gekrempelt war. Da war nämlich die Nase nicht mehr hier vorne, sondern im Schädel drinne. Die Kollegin, die war so schwer verletzt, sie hat fast ihr Leben verloren. Übrigens Mutter eines kleinen Kindes. Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist ja schön, wenn ihr feiern geht. Ne? Mache ich auch gerne. Ich gehe auch gerne mit meinen Jungs und Mädels mal los. Ne? Und dann trinkt man auch mal was. Dann hat man auch mal Spaß. Und sicherlich gerät man mal auch mit jemandem aneinander, weil man passt dem nicht oder so, ja, denke ich weg. Dann drehe mich um und gehe weg. Wenn ich mich verteidigen muss, dann verteidige ich mich. Okay, dann ist das so. Und wenn es zu viel werden sollte, dann kommen wiederum die Kollegen, ne, in Hamburg in blauer Uniform, die dann für Ruhe sorgen. Und sobald die da sind, ja, sollte man mal von seinem Trip runterkommen. Ich muss jetzt hier alles auseinanderhauen, schlagen, treten oder was auch immer, was sich hier bewegt. Und insbesondere nur, weil die Jungs und Mädels eine Uniform anhaben.
ja, sind es keine Punchingbälle. Es sind keine Sandsäcke. Da müsst ihr in eine Kampfsportschule gehen zum Boxen oder sonstiges. Da könnt ihr gegen Sandsäcke kloppen. Das sind Menschen, Freunde. Das sind Menschen, so wie du und ich oder wie ihr und ich. Ja? Bitte lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Es ist echt nicht mehr normal. Es wird immer mehr. 40 bis 50 Mann greifen 2 Polizisten an. Ihr seid richtige Helden. Wirklich. Hut ab. Ihr seid solche geilen Typen. Aber wehe dem, eurer Familie oder so, wird mal was Schlimmes oder so angetan, ja, kriminalistisch gesehen, dann seid ihr die Ersten, die zum Handy oder zum Festnetz oder sonstiges greifen und die Polizei rufen. Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Ich komme nicht mehr klar. Meine Familie, mein Hab und Gut, mein Ein und Alles muss jetzt hier geschützt werden. Und dann seid ihr die, die dann, oh danke, 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 dass sie meiner Familie geholfen haben. Und am nächsten Samstag geht ihr auf den Kiez und schmeißt einem Polizisten eine Flasche an den Kopf, der vielleicht, wenn die Flasche falsch einschlägt, nie wieder nach Hause kommt. Und dann die Mama sagen darf, Papa hat nur seine Arbeit gemacht. Denkt mal drüber nach. Da krieg ich so Blutdruck, doch!